Hier zu sehen ist mein Magirus Frontlenker mit Doppelkabine. Er ist vom Baujahr 1980 und ich besitze ihn seit ca. 13 Jahren. Die Serienauspuffanlage war zum wiederholten Male durchgerostet und die beiden Serientanks haben sich auch verabschiedet. Zwecks Erneuerung der Auspuffanlage habe ich mich zu einer relativ einfachen und nach oben zu führenden Ausführung in VA entschieden, weil dies zu meinem Bedarf am besten passt. Im gleichen Zuge sollte der Hydrauliktank der Seilwinde optimierter platziert werden. Der auf den Bildern zu sehende Zusatztank hatte ich die letzten Jahre immer schon auf der Ladefläche montiert. Eine kleine Pritsche, die gleichzeitig auch für die Radabdeckung zuständig ist, habe ich ausnahmsweise auf diesen Aufnahmen nicht montiert. Zur Nachahmung nicht unbedingt zu empfehlen.